Moin Leute! Herzlich willkommen zurück hier auf Hof Felix. Ja, ich hab die Bude noch hinter. Ich muss schon wieder kalken, ne? Immer kalken, 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 kalken. Aber wir fahren jetzt nicht hoch zum Hof und holen Big Packs. Da stehen zwar noch welche. Wir machen das jetzt eben klassisch elegant. Wir fahren zur Kalkstation. Machen den voll, kalken das da ab. Und dann ist alles schicki feini, ne? Weil das geht ja gar nicht an, ey. Puh. Da bist du ja dich am Tod juckeln, ne? Muss man ja ganz ehrlich... Upsi, ganz ehrlich sagen, ne? Also, das ist ja... schon ein bisschen krass, ne? Aber ich habe den anderen Weg jetzt genommen, ne? Nicht immer den weiten Weg da hinten rum, ne? Kannst auch hier lang fahren, ist kürzer. Gewusst wie. Liebe Leute, gewusst wie. Auch der Svenny findet mal... ein Körnchen, das einfacher wird, ne? Muss man ganz ehrlich sagen, ne? Und hier vorne ist ja die Kalkstation. Fahren wir dahin. Ich habe erst überlegt, mir einen Wagen mit Big Packs voll zu machen und dann da runter zu fahren. Natürlich, ich kann auch eben hier hinfahren. Das ist ja... weiß ich nicht. Geht genauso gut so eben. Muss man ganz ehrlich sagen. Da kommt es jetzt auch nicht drauf an. Kostet eh alle Geld. Und ob wir jetzt hier voll machen. Oder da hinten, ne? Aber ich würde gerne ein Bild haben. Danke. So, eben wieder hier hin. Die Flugzeugperspektive, weil die brauchen wir gleich zum Kalken. Wenn du den Gang reinmachst, dann fährst du vorwärts. Leider nein, ne? Ja, jetzt aber hacken das. Wir müssen wieder zurück. Dann können wir da nämlich Steine sammeln. Und dann... weiß ich auch noch nicht. Ich weiß noch nicht, was wir da sehen sollen. Bin ich ganz ehrlich. Ich bin ganz ehrlich, ich weiß noch nicht, was wir da sehen sollen. Ist das unsere Ecke? Kann gut möglich sein. Da müssen wir nämlich mal Pflanzenschutz betreiben. Oder wir lassen es Unkraut drauf. Shit drop. Ich möchte nicht mit Pflanzenschutzmitteln arbeiten immer. Dann lass. Da sollen wir wohl nicht dran sterben. Wenn eh noch genug Rüben runterkommen. Ziemlich stark von ausgehen. Dass wir uns noch mit Rüben tot fahren werden. Nächsten Ingame-Tag wahrscheinlich, ne? Aber ich weiß das auch noch nicht so genau. Guck, da steht auch schon wieder Wasser, ne? Kannst gar nicht fahren da. Heider nein, ey. Ich hab ja eine, glaube ich, angepasste Rea-Version auch vom Sven gekriegt, ne? Wenn diese Real Dirt Color da mit drin ist, glaube ich, dann hast du immer Wasser auf der Fläche stehen. Ist nicht so schicki feini. Muss ich ganz ehrlich sagen. Das kann einem auch schon mal den Nerv rauben. Weil sich die Maschinen dann nämlich immer schön fest formen. Dann stehst du da mit deinem Talent, ne? Diesen geht ja, ne? Der hat ja Power ohne Ende. Der hat, glaube ich, eine XML 7548 PS stehen oder was. Keine Ahnung. Das ist ja ein Tier. Aber sonst... weiß ich auch nicht. Das ist schon echt enorm. Ja, mit unserer Streubreite, ne? Wir sollen noch zweimal fahren. Weil Allee! Allee ist das Gegenteil von voll. Haben wir wieder was dazu gelernt. Frag doch einfach mal die Maus. Ha, kennt ihr das? Kommt jeden Morgen auf WDR 2, ne? Frag doch mal die Maus. Finde ich richtig cool. Ist interessant. Und wieder... ein Weg zur Kalkstation.
Aber es ist gerade nichts anderes, ne? Wir können noch einmal Gras mähen. Ja, auf der Rinderweide, aber dann müssen die Rinder, wir müssen auch Stroh fahren, das machen wir als nächstes erst. Da können Steine gesammelt werden und wir fahren mal Stroh. Das wäre ganz sinnig. Wir müssen auch wieder Chips verkaufen, ne? Ich weiß gar nicht, wo der Wagen ist. Steht der noch da unten? Das kann sein. Dass ich den da stehen lassen habe, ne? Ich glaube, da geht man von aus, dass ich den da stehen lassen habe. Dann, ja. Strom müssen wir aber mit dem Frontlader aufladen, ne? Weil wir müssen ja auch zu dem neuen Kuhstall noch hin und zum, sagen wir schnell, Rinderstall müssten wir auch mal was hin vorne. Aber wir brauchen, müssen auch noch Silage kaufen, ey. Dürfen wir nicht vergessen, ey. Heider nein, ey. Dann sind die Kohlen echt weg. So schnell kann es gehen, ne? Machen wir mal wieder voll. Und fahren wir nochmal wieder los. 485 Euro, ey. So geht die Kohle dahin, ne? Kühe müssen wir, glaube ich, auch nochmal wieder füttern, ne? Dann müssen wir nachher noch Silage kaufen. Ein, zwei Mischen machen. Weil ich glaube, die Rinder auf der Weide müssten auch mal wieder eine Mische haben, ne? Ja, Silage kaufen, Mische machen. Und dann sind wir glücklich. Hoffe ich. I hope so. Aber wir haben ja genug loses Heu im Lager, ne? Und wir haben auch noch die Kleinballen. Schafweide ist ja jetzt gefüttert, das haben wir ja gemacht. Ne, da brauchen wir uns keine Sorgen drum machen. Das ist richtig schickifeini, ne? Wasserfahren müssen wir auch noch mal, ne? Also Arbeit geht nicht aus. Brauchen wir uns keine Sorgen drum machen, dass wir nichts zu tun haben. Stehen wieder so Prödelarbeiten an, ne? So wie Strohfahren, verkaufen und so ein Tüterkram. Aber muss ja auch gemacht werden, ne? Ohne den geht's ja nicht. Und Steine sammeln. Und dann überlegen, was wir hier drillen. Wahrscheinlich Ölrettich. Wenn es da immer noch so matschig in der Ecke ist, habe ich da auch nicht gerade Lust, da großartig durchzufahren immer, ne? Muss ich ja auch ganz ehrlich sagen. Weil das ist nicht so schickifein. Und ich komme nicht mal mit einem Kalkstreuer hin, ne? Heider, neider. Wir sind ein bisschen tricksen, ne? Das war's mit Tricksen. Schickram! Und weiter geht's zum fröhlichen Juckel. Tagesbusiness hier auf der Ehrengrad hin und her vorn. Nee, jetzt ist der olle Zug auch noch unterwegs. Müssen wir da gleich warten. Ich hoffe, der ist weg, wenn wir da sind. Wir haben keine Zeit. Wir haben keine Zeit, Leute. Wie lang? Und dann läuft das. Schickifeini. Was willst du da großartig zu sorgen, ne? Kalk fahren, Stroh fahren, Mische machen. Und dann sind wir durch. Steine sammeln. Nach dem Kalken. Ganz wichtig. Ich glaube, dann nehmen wir den Bock. Obwohl, nee, ich wollte eigentlich nur oben Dünger streuen, ne? Jetzt, wo ich
Ne, Gülleform bitte. Ne, dann will wir erstmal Gülleform. Als nächstes ein bisschen Gülleform. Nicht alle Flächen, aber so ein paar Flächen fahren wir mal ein bisschen Gülle. Muss man mal ein bisschen Abwechslung haben, ne? So, wenn mir jetzt einer erklärt, wo du dich hingelegt hast, ne? Dann wäre ich echt gut zufrieden. Ach ja. Keiner gesehen, nichts passiert. Schlepper ist noch ganz. Svenny ist in Ordnung. Hat nur ein leichtes Schädelhirntrauma. Egal, weiter geht's. Haha, nein, so ein Cheat-Kram, ne? Krass. Da hab ich mich ein bisschen verschätzt, wa? Oder bin ich gegen die Laterne gekommen, oder was? Muss ja, ne? Ich schätze mal, die Laterne war schuld. Was bauen die auch da eine Laterne hin? Kostet alle Geld. Nee, nee, nee. Abfahrt. Schickifoini, Abfahrt. Boah, ich hab irgendwie... Mir ist Zahnfleisch aufgeschlitzt, ne? Unter den Zähnen, ne? Und jetzt habe ich da auch noch eine Pine, ey. Weil da... Sobald da was drankommt, ne? Oh, das ist hellig. Das ist schlimmer wie Zahnschmerzen stellen, weil, ey, das ist nicht schön. Dann gönne ich nicht meinem ärgsten Feind, ey. Aber jetzt muss das erstmal heilen. Oh, nicht angenehm. Kann ich nicht empfehlen. Macht keinen Spaß. Ich dachte mir, ich hätte Zahnschmerzen, aber es sind keine Zahnschmerzen. Darunter. Weiß nicht, ich glaube, letztens, als ich dieses Baguette gegessen habe, das war ein bisschen sehr groß. Muss ich mich da wohl geritzelt haben. Das merke ich jetzt. Naja. Dadurch werden wir nur härter, ne? Ein bisschen tricksen hier, ne? Dass das auch reicht. Oder wir hoffen zumindest, dass es dann reicht. Weiß ja auch, ne? Müsste reichen, ne? Wird der wieder nicht leer? Na egal, wir fangen Gülle. Das reicht gerade so, ne? Aber so verballert man nicht so viel. Auch wenn es jetzt blöd aussieht, aber... jetzt den ganzen Baum mit 40 Meter fahre und dann alles verballer oder ich fahre so ein paar Meter. Finde ich das so schon angenehmer. Muss ich ganz ehrlich sagen. Oder? Wie hättet ihr das gelöst? Auch so? Weiß ich ja nicht. Perfekt. So, Abflug. Eigentlich muss der Düngerstreuer auch noch wieder nach oben, ne? Oder? Ne, der kann erstmal hier im Tal bleiben. Dann kann der Schlepper nämlich hier Steine sammeln. Ey, das ist besser. Und ich fordere einen Gülle. Oben. Weil das ist ja eigentlich auch ein Lohner-Schlepper. Und wenn wir den dann brauchen, dann holen wir uns den hoch. So machen wir das, liebe Leute. Ich sag aber erstmal danke fürs Zugucken bis hierher, ne? Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich echt über ein Däumchen freuen, bin ich ganz ehrlich. Und wenn es euch gefallen hat, hier auf diesem Chaos-Kanal und ihr wollt nichts mehr verpassen, dann würde ich mich echt über ein Abo freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!